2500 Kilometer durch die Mongolei. Von der Hauptstadt Ulaanbaatar aus habe ich mich für die südlichere Route nach Westen entschieden, denn andere Touristen hatten mir berichtet, dass der nördliche Weg durch Hochwasser versperrt sei. Nach dem Grenzübergang am späten Nachmittag ging es Richtung Ulaanbaatar, 350 Kilometer. Wegen der Ortsdurchfahrten und mäßiger Straße kam ich jedoch dort erst gegen Mitternacht an. In Ulaanbaatar hatte ich das Glück einer ganz individuellen Stadtführung durch Tazral, die ich an der Grenze kennengelernt hatte. Neben dem Goethe-Institut gab es in Ulaanbaatar sogar einen Frankfurter Pub. Dann ging es endlich Richtung Westen, zunächst noch auf neu gebauten Straßen. Auch Nomaden wollen nicht mehr auf moderne Technik verzichten. Mit Tieren und Fahrrädern zieht man zur Sommerweide um. Jede Provinz und jede Stadt besitzt prächtige Stadttore. In den Städten heißt es aber Maut zahlen, meist 1000 Tökrök, das sind etwa 30 Cent. Erst beim Näherkommen wurde klar, was das ist. Mitten in der Wüste ein Denkmal für die besten Pferde. Auch an Parkplätze wurde an den Fernstraßen gedacht. Und die sind lange nicht so voll wie in Europa.
Eine Unterkunft unterwegs, einfach, aber sauber. Nur fließendes Wasser gibt es hier meist nicht. Und Abwasserleitungen auch nicht. Durch die Wüste Gobi. Zunächst noch Sandwüste. Bis hierher ist die Straße fertig gebaut. Allerdings ist dann die Beschilderung nicht immer eindeutig. Und prompt bin ich an einer solchen Stelle 100 Kilometer vom Weg abgekommen. Die rot markierte Straße wollte ich fahren. Auf dem blau markierten Weg quer durchs Gelände bin ich dann schließlich gefahren. Aber seht selbst. Erstmal Kaffeepause und überlegen. Man nimmt den Kompass oder man orientiert sich an den Telegrafenmasten. Meist führen die ja in einen Ort. Aber manchmal auch nicht. Dann hören sie einfach auf. Oder man fragt die Locals. Oder man folgt einem Bus, der irgendwann wieder zur Hauptstraße fährt. Kaffeepause, endlich. Jetzt wusste ich, warum der Highway hier gesperrt war, denn eigentlich ist er fertig gebaut. Aber die Brücke hatte vermutlich das Hochwasser des letzten Winters nicht überlebt. Wie ich mir habe erzählen lassen, ist dies wohl ein Hinweisschild auf ein Dorf, nicht auf ein Rasthaus. Auf jeden Fall gibt es wohl in der Mongolei keinen Spritmangel. Auf jeder Seite eines Dorfes mindestens 3 oder 4 Tankstellen. Mal wieder ein Dinner in einem Hotel. Allerdings, ich war der einzige Gast.
Die meiste Zeit ging es durch die Steinwüste Gobi. Die Sandwüste Gobi liegt südöstlicher, eher Richtung China. Neue Straßen brauchen neue Verkehrsschilder. Nochmal 1000 Tökrök für die Straßenmaut. Langsam kommt die mongolische Seite des Altai-Gebirges im Grenzgebiet zu Russland in Sicht. Ölgi oder Ulgi, die letzte größere Stadt vor der russischen Grenze. In einem Lesecafé gab es leckeren Cappuccino. Lesen konnte ich aber leider nichts. Ach ja, und beim Zahnarzt musste ich mir für 3 Euro eine Füllung machen lassen. Lustig, dass man dazu Hausschuhe anziehen musste. Dann der mongolische Checkpoint. Die Ausreise aus der Mongolei war übrigens der schnellste Grenzübergang auf der ganzen Reise. Nur 2 Fragen. Do you have anything illegal in the car? No. Are you sure? Yes. Good travel. Dann ging es bis zum russischen Einreisekontrollpunkt noch etwa 40 Kilometer durch Niemandsland.